Alice Weidel. Wer ist denn eigentlich so blöd? Ich sage Ihnen, wer so blöd ist. Das sind wir. Wie irrsinnig und bescheuert ist... Alles okay? Hast du dir wehgetan? Nein! Sag mal, was ist denn mit deiner Stimme los? Das ist eine gute Frage. Okay, ich muss los. Bis später. Tschüss. Wie verrückt ist das? Burkas! Kopftuchmädchen! Hey, hallo Uli. Guck mal, ich habe mir ein Fahrrad gekauft, wegen Umwelt und so. 40 Euro gebraucht, cool, ne? Nein! Noch nie wurde so viel Geld so schlecht ausgegeben. Und es ist empirisch überhaupt gar nicht belegbar, dass der Klimawandel jetzt menschengemacht ist. Und ich kann Ihnen noch eins sagen, weil ich hier so auch Biertrinker sehe. Wenn Greta wüsste, dass im Bier CO2 ist, sehr geehrte Damen und Herren, dann wissen Sie ja, was hier los ist. Aber zum Glück weiß sie das nicht, denn sie geht ja nicht zur Schule. Genau, endlich sagt's mal einer. Blödsinn. Dieses Land wird von Idioten regiert. Genau, endlich sagt's mal einer. Blödsinn. Also ich weiß ja nicht, Uli, dieses AfD-Zeugs, ständig diese Panikmache. Die Bedrohung lauert überall. Ja, ja, und einiges ergibt überhaupt keinen Sinn. Was hat er nun zum Besten gegeben? Der Mann, der ist ja nicht vollständig, sondern der ist ja noch, ne? Der ist ja noch, der diffundiert so da, ne? Sie wissen schon, was ich sagen will. Genau, endlich sagt's mal einer. Für unser Vaterland, für unsere Heimat, für unser Deutschland. Mensch, Uli, das ist ja furchtbar mit dir. Du bist irgendwie Weidel besessen oder so. Ich google mal Exorzismus. Nein! Wir schaffen das.